Hallo und willkommen zurück in Secret World. So, volle Kanne geht's heute los. Deswegen bin ich so richtig abgegangen gerade am Anfang. Wir brauchen nämlich fünf vertrocknete Zombies. Hallo. Guck mal, der Zombie ignoriert mich und läuft einfach an mir vorbei. Und jetzt überlegt, oh, da ist da jemand gewesen? Nee, ich renn weiter, ich renn weiter. Rennt er jetzt einmal im Kreis? Hallo? Er rennt weiter. So, wir brauchen fünf vertrocknete Zombies. Und ich habe was ganz Geiles gemacht. Ich habe das Orakel gefragt. Das heilige Google-Orakel. Sorry, dass ich das einfach nicht jetzt rumirren wollte während der Aufnahme 5 Stunden lang. Ich habe das Orakel gefragt. Orakel, wo sind vertrocknete Zombies? Und ganz klar, also dass ich nicht vorher drauf gekommen bin, vertrocknete Zombies sind im Friedhof. Jetzt fragt ihr mich bestimmt, sagt ihr bestimmt, na klar, das ist doch logisch, dass die im Friedhof sind. Aber für mich war das irgendwie nicht logisch, dass die im Friedhof sind. Ich weiß nicht. Vielleicht denke ich ein bisschen zu, wie sagt man, die Leute, wo sowas nicht peilen, die denken zu weit oder zu schräg oder zu kompliziert. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt zum Friedhof und holen uns die 5 Teile, dass wir die noch ins Feuer werfen können. Vielleicht müssen wir die auch nicht ins Feuer werfen. Und dann geht es natürlich gleich weiter mit der Story-Quest. Ich nehme zurzeit Con auf mit Seronja. Und die spielt auch Secret World. Yeah. Und wir werden versuchen, mal gucken, wenn wir die Aufnahme machen, die erste Instanz zu gehen. Polaris. Warte mal, wir rennen da rein, dann verdampfen die Kappen. So. Wir werden mal Polaris gehen. Glaube ich, so heißt es. Ich weiß nicht. Das wird man dann gucken. Wir werden dann schauen, welche Instanz welche ist da, wo wir dann gehen wollen. So. Wenn euch das stört, dass da keine Musik mehr ist, wenn die mich angreifen, vielleicht fandet ihr das sehr gut, dann schreibt das in die Kommentare rein. Dann werde ich das natürlich wieder anmachen. Aber ich fand es immer ein bisschen zu laut, so während des Spiels. Ja, wir werden dann das Polaris laufen. Und wenn jetzt noch ein paar Leute dabei sind, wo sagen, Junge, wir gucken auch zu, wir spielen auch und wir würden gerne mit euch Polaris laufen, weil wir brauchen ja noch 3 Leute. Vielleicht auch mehr mit Erfahrung, dann könnte ich mir das testen mit den Heilen vielleicht, wenn mir da jemand hilft, wie ich da am besten skillen. Verschieden? Selig und verschieden? Also, wenn ihr sagt, boah, wir haben Bock, komm mit, und einer mit Erfahrung, der mir da helfen kann, wie jemand da heilt. Dann würde ich auch gerne als Heiler mitgehen, wenn nicht als DD. Oh, das ist einer. Das ist einer. Und schreibt es doch in die Kommentare, dann machen wir da was. Dann werden wir zusammen, auch wenn ihr noch keine Erfahrung habt und wenn ihr sagt, Scheiße, ich bin auch noch keine Instanz gelaufen und habt trotzdem Bock, die Instanz zu laufen, warum nicht? Am besten sind 5 Leute, oder ich weiß nicht, wie viel brauchen wir noch? 5 Leute? Sorry, gar nicht hier probiert. Ich muss das heilige Orakel wieder anschmeißen. Dann werden wir das auch machen. Dann werden wir da reingehen, auch ohne Ahnung. Und werden da Spaß dran haben. Natürlich eine schöne Aufnahme. Ihr dürft halt nicht schüchtern sein. Ich bin schüchtern. Bin sehr schüchtern. Ich labere gerade wie im Fluss. Bin sehr, sehr schüchtern. Deswegen brauchen wir erst eine halbe Stunde im TS, bis ich da mit euch rede. Entschuldigung, dieses Fenster wechselt. Das irgendwie, das geht mir ins Hals. Also heute ist ja wieder schon ein bisschen wärmer. So. Wir haben nur 3. Da stand doch halt 4 dran, oder? Ja, wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Dann werden wir einen Termin ausmachen und dann werden wir auf jeden Fall zusammen diese Inni laufen. Vielleicht gehen wir auch 2, weil ich habe gehört, man muss jetzt nicht, weil es gibt ja keine Stufe. Also vorher haben die Zedigen verschiedene. Ich will einfach alles. Weil ich krieg einfach alles, es nervt. Ich bin so nah dran, das ist die Schrift, ne? Ich scroll mal ein bisschen weiter weg. Immer noch 3. Selig und verschieden. Ich habe mir bitte getötet. Wir haben doch die getötet. Die bewegen sich langsam. Guck, wie langsam die sich bewegt. So würde mich freuen, wenn wir da 5 Leute zusammenkriegen. Okay, dann geht's jetzt weiter. Wir machen die Quest hier.
Ich glaube, es bringt eher mehr. Hallo? Ach, ich habe einen Browser. Ich kann ja auch im Spiel das heilige Google aufrufen. So. Was ist da jetzt? Was mache ich bitte falsch? So, dann laufen wir jetzt zum Feuer. Wir müssen das jetzt reinwerfen. Wir haben ja schon 5 gesammelt. Manchmal kriegt man das nicht mit und dann steht da die nächste Quest. Ist teilweise sehr verwirrend, finde ich das ein bisschen, aber wir kommen da schon noch rein. Ich habe auch ganz viele Skillpunkte zu setzen. Da muss ich mich auch mal ein bisschen dran halten und gucken, warum, was ich da alles skillen muss. Natürlich wäre es jetzt interessant, wenn wir eine Gruppe zusammenkriegen würden für die Instanz. Und dann könnte ich da nämlich mal lesen, was ich da brauche für einen Heiler, ne? Dass ich das richtig heilen kann. Ihr braucht auch Geduld mit mir. So. Dann verbrennen wir jetzt das Zeug. Zombies. Zombies. Budi. Oh, Zombie? Nein, Zombie. Ich geht. Ups. Ups. Da ist sie ja. So, jetzt schmeißen wir das alles schön rein. Wir haben ja uns auch Mühe gegeben. Okay, das ging aber schnell. Zu viele Körperteile. Von nassen Zombies in Feuer werfen. Und natürlich auch von den und noch mehr. Von den Kultisten haben wir auch alles in Feuer geworfen, was echt interessant ist. Und wir haben wieder keinen Plan gekriegt, weil wir haben keinen Plan, wie wir die Punkte setzen. Wir haben 15 Stück. Leute, das ist doch schon viel. Was habe ich gemacht? Drückt einfach jetzt hier. Das ist schon viel, aber ich würde jetzt. Fähigkeiten haben wir jetzt nur eine. Siehst du? Es geht ja. Wo sieht dann ein Schrot? Mach mal ins Blatt. Gehen wir mal heilig. Ich gehe jetzt einfach mal auf heilig. So. Soll ich die hier jetzt auch gleich mal. Komm, ich habe. Wenn wir in die gehen wollen, ist, glaube ich, wichtig, dass dann. Okay. Geht jetzt nichts mehr? Ich hab doch noch. Das kostet auch da mehr. Gut, so wär's. Dann lassen wir das jetzt mal so. Hucke. Lass mich mal, es kommt. Immer. Ach, okay. Ach, die blauen Feuer der Kultisten müssen wir jetzt untersuchen. Die blauen Feuer. Wo ich nicht X drücke. Also ihr müsst echt meinen Kommentar immer schreiben. Ey, Noob, drückst nie X, blüblü. Dass ich das immer vergesse. Blaue Feuer. Die Typen, wenn wir die töten, die Kultisten, die sind ja immer umringt von dem blauen Feuer. Okay, die sind nicht als umringt. Aber wir müssen die töten. Aber da ziehe ein Schutzschild, man kann ich auch. Ist nichts Besonderes, Alter. Kann ich schon sagen. Guck mal, hier unten fehlt mir noch ein Teil und ich sammle jetzt ganz Zeit grüne Sachen. Ich muss noch einmal in die Tasche gucken. Die Aktion. Ich liebe die Aktion. Einfach weg. Einfach weggeballert. So. 15 Stück. Was haben wir da? 4 haben wir jetzt. Und? Ja, Mann, es läuft doch richtig gut. Ich werde voll übermüdig. Merkt ihr das? Meistens ist es kurz vorm Tod. Also da drüben gehe ich jetzt nicht hin. Da haben wir nochmal.
ich drücke immer hier die Großschreibtaste da, um Großschreib. Weil ich denke, dann mit renne ich, aber ich muss ja X dann drücken. Keine Chance, Digga. Ich mach dich kalt, Digga. So. Sorry. Sorry, der Getter-Typ kommt in mir durch. Drin ist auch zwei. War das jetzt ein Kultist? Oh oh, jetzt hab ich mich. Nein, ich kann nicht mehr nach hüpfen. Oh nein. Siehst du, Übermut kommt vor dem Fall. So. Oh, mit dieser Höllenaktion hier kann man sowieso nicht sterben. Wir brauchen noch vier Stück, brauchen wir noch. Es zeigt ja an, dass da drüben noch welche sind. Also, das sind doch alles Kultisten, oder? Aber der ist auch immer schnell fertig, die Aktion, ne? Ich kann die. So viel CT hat die gar nicht. Das ist ja richtig geil. Das ist ja richtig, richtig geil. Heute ist die 10. Folge. Und ich wollte eigentlich da. Ich würde es eigentlich immer so halten, dass gerade bei MMOs, die brauchen ja ewig, ne? Die kann man ja Jahre spielen, wenn es sein muss, ne? Würde ich immer so ein kleines Fazit machen. Eigentlich wollte ich das jetzt ab der 10. Folge machen. Aber da wir noch keine Instanz gelaufen sind, finde ich das ein bisschen doof, weil ich habe jetzt nicht so weit gesehen. Ich habe jetzt ein bisschen gelevelt, Anfanggebiet. Macht tierisch Spaß, deswegen lohnt sich das auch auf jeden Fall weiterzuspielen. Aber ich möchte dann ein bisschen ein Fazit machen und dann auch sagen, ob ich das dann weiter spiele oder nicht. Aber wie ihr das wollt, ob ihr wollt, dass ich das weiter spiele oder nicht, da will ich drauf ein bisschen gucken. Das werden wir jetzt verschieben müssen. Hallo? Trifft es mich noch? Der trifft mich natürlich noch, weil er tot ist. Okay, muss da drüben Feuer entzünden. Ja, und das wird man jetzt mal verschieben. Das richten wir jetzt nach der Instanz. So, ich werde jetzt auch nicht viele Aufnahmen davor machen, weil wenn wir jetzt eine Gruppe zusammenkriegen, will ich zeitnah auch die Instanz reinsetzen. Deswegen wird man das alles nach der Instanz, dann werde ich ein Special machen. Und kein Special, ein kleines Fazit zum Spiel. Und dann wird es natürlich auch weitergehen, weil ich denke, das wollt ihr eigentlich sehen. Das Spiel, wie das weiterläuft. Und ich habe da auch richtig Bock, wenigstens die Story durchzupaddeln. Vielleicht macht auch die Indies ganz richtig Bock. Mal sehen. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Wir haben ja kein Problem. Dann will ich noch ein bisschen eingehen, was noch ein bisschen kommt. Weil ich muss wirklich einen neuen Kanal hier machen. Aber ich möchte es gerne mit mehr Videos. Ich werde jetzt sterben. Vor lauter Labern werde ich sterben. Ich rede nie wieder während ich spiele. Ich rede nie wieder. Diese Woche, wenn alles gut läuft, ich weiß nicht, wie die Post ist, kommt noch ein Unboxing von der Nintendo Switch. Und dann zeitnah drauf die ersten Let's Plays von Zelda. Mal gucken, wie die Konsole ist. Ich freue mich schon tierisch drauf. Also müsst ihr eigentlich zum Release kriegen. Also am Freitag müsste es sein. Und versuche auch noch das Video am Freitag zu machen und noch das Unboxing am Freitag reinzusetzen. Das kann also sein, dass es dann um 8 Uhr erst ist, bis der, dass es da noch hochgeladen wird. So. Stirb! Stirb! Wird lustig. Da drüben ist das scheiß Feuer, ne? Letztes Mal bin ich hier rumgerannt, da musste ich die wegen die Gräber hier töten. Da waren kaum welche da. Und jetzt kann ich mich kaum bewegen, ohne dass da 50 solche Viecher rumrennen. Will ich jetzt mal so vorweg sagen, dass dann noch das Unboxing kommt, noch Zelda. Und bald werde ich auch noch einen neuen Kanal-Trailer machen, wenn ich ein bisschen mehr Material zusammen habe. So. Weil der alte ist halt auch ein bisschen veraltet. Das war vor dem Crash, wo ich meine ganze Festplatte ja alles, der PC kaputt ging. Mal gucken, ich will vielleicht auch doch noch Neverwinter anspielen auf der PS4. Weil da kenne ich schon Leute, wo das spielen. Vielleicht mache ich da auch noch ein, zwei Videos. Aber nur zu gucken, wie ist Neverwinter und lohnt sich das überhaupt zu spielen. Weil
Es schimpft sich ja MMO und ich muss mal gucken, ob das auch wirklich ein MMO ist, so in der Art. Mal gucken. Alles kommt nach dem Kanaltrailer und jetzt geht's weiter mit Secret World. Wenn man das 5 von 5, das letzte. Ich hab doch das Feuer angemacht, oder? Was, Feuer der Kultisten? Habe ich angemacht? Ich muss das gleichzeitig brennen oder was? Hier ist noch eins. Haben wir jetzt alles? Ich sehe einen Kampf von... Was bist du denn? Zieh dir was an! Geht. Ich weiß, ich mach gleich mal ein Special, allerdings. Alter, mach du dein Special? So, und dann mache ich noch ein Schutzschild. Hey, warum hat das Schutzschild nicht gemacht? Wie falsche geklickt. Ich mal im Video gucken, ob das geblinkt hat. Ja, yeah, Mann, wir haben es geschafft! Und kein Lu. Quest müssen wir auch mal machen, die 18. Warum drückt er, wenn ich B drücke? Mal gucken, ob das jetzt besser... Oh, klar. Das wird angezogen. Was ist das hier? Blockwert. Blockwert ist doch bestimmt Tank, ne? Das nehmen wir mal nicht. Hier ein Schwert. Gibt's eigentlich hier auch ein Auktionshaus, wo man das ganze Gloost reinwerfen können? Nein. Beleidigungswert ist auch wieder hier. Mir fehlt noch eine Ecke. Die hier. Habe ich so einen Gegenstand mit... Habe ich doch. Egal was es ist, ist es besser als nichts, ne? Das hier? Was klicke ich denn die ganze Zeit? Okay. Was? Durch Benutzen dieser Objekte können Sie... Alles aktivieren. Kostet mich ja nichts. Danach zu gucken ist auch manchmal wichtig. Ah, sowas brauchen wir nicht. Sowas noch nicht. Ich denke mal, es wird aber schwerer, wo man dann solche Sachen noch ein bisschen braucht. Nö, das war... Ach, hier ist nochmal eins mit so einer Ecke. Ja, ich liebe aber Crit. Guck mal, das hat Heilung, ne? Heilungswert. Ich weiß nicht, ist das Heilungswert dann für mich? Oder für die Gruppe, wenn ich dann heilen würde? Machen wir mal einfach an. So, dann geht's weiter, Leute. Wir wollen jetzt hier nicht rumstehen. Wir folgen jetzt mal den blauen, der blauen Quest hier. Und wenn wir dann noch eine richtige Hauptquest finden, werden wir die dadurch natürlich anmachen. Schaffen wir das? Und hey, weg hier, ihr Stinker. Wie viel sind es? 140 Meter, das geht. Das geht. Wir gehen einfach übers Wasser, da passiert uns hoffentlich nichts. Schild, ui. Großer, dicker, böser. Großer, dicker, böser. Nehmen wir hier mal locker die Abkürzung. Dass es auch hier schneller geht. Di-di-dam-di-di-dam-di-di-di-dam-di-di-dam. Dim-dam-dim. So. Wir sind da, wir müssen hier, wir müssen erstmal hochkommen. Kommen wir vielleicht von da hinten hoch? Jetzt können wir ja X drücken, jetzt wird man nicht mehr verfolgt. Da ist auch noch so ein gelbes Teil, das holen wir uns auch gleich. Ich möchte alle haben.
Ich finde, das ist wie die Dragon Balls. Man muss alles sammeln und dass man sich nachher einen Wunsch... Nein, kein Wunsch. Keinen Wunsch erfüllen kann. Scheiße. Oh, oh. Wir gehen jetzt. Mal gucken. Komme ich da? Ja, das sah gut aus. Wir hüpfen hier drauf. Wir wollen jetzt nicht unnötig fünf gegen alles kämpfen, was wir hier sehen. Da drüben ist das Teil, ne? Frag nicht. Frag nicht, was gerade passiert ist. Okay. Ich weiß nicht, welches Spiel ich zurzeit spiele, dass ich mit E das einsammeln wollte. Oh, jetzt ist der Dicke gekommen. Ich bin so wütend. Ich bin so wütend, weil ich mich verdrückt habe. Jetzt töte ich den einfach. So, einmal Blatt. Einmal, dass ich mehr Schaden mache. Nein, ich will den jetzt nicht schießen. Ich will einfach nur... Wie ich da auch triff. So, nochmal. Ach, so gut, gleich am Anfang. Ich sah aus wie ein Pro-Gamer, wie ich da rüber gehüpft bin. Oh mein Gott, und dann drücke ich E, um das Ding einzusammeln. Und das war wohl nichts dann. Was ist das eigentlich für eine Alte? Ich hab gedacht, was leuchtet hinter mir so cool, aber ich sag mal, wenn ich mich selber anvisiert hab in mir, leuchte ich dann grün. Falls mich jemand angreift aus dem Hintergrund. So. Bestimmtes Schiff, das hier. Den Kapitän. Wie siehst du aus, Kapitän? Den Captain, mach mal. Gib den, gib den. Wo geht du hin? Gib den. Gib den, bleib da. Der hat was. Der hat was. Ist das nicht der Mann von der Alten, wo alles verbrennt? Okay, die haben irgendwie die Pest hierher gebracht. Und hier ist nochmal ein... Also, gelben Teile liegen hier überall rum. Wie gesagt, wir machen eine Folge, wo wir die ganzen Teile durchlesen. Dann machen wir uns einen Tee, machen ein bisschen Kerzenlicht und lesen uns die ganzen Codex oder Infos, Teile, egal wie das heißt jetzt, lesen wir uns dann gemütlich durch. Da drüben, sage ich euch, ist es... die Uhr stimmt aber da oben auch nicht wirklich, ne? Ich habe die jetzt eigentlich genommen, um meine Zeit zu stoppen. Ja, wir machen jetzt noch ein paar Minütchen. Weiß ich nicht, vielleicht bin ich dann zu lang oder bin ich zu kurz? Eins von beiden. Aber ich muss dann so Schluss machen, weil ich kriege dann noch einen wichtigen Anruf. Ja, ich bin sehr gefragt. Wir laufen jetzt. Noch da hoch, würde ich mal sagen. Den Typ lassen wir auf unserem Ballon, weil merkt er, es macht uns nichts aus. Jetzt können wir X drücken. Juhu, wieder. Jetzt rennen wir da ganz schnell hin, ne? Ganz schnell rennen wir hin, dass wir dieses Gewässer auch noch hier mitkriegen. Oh, da haben wir schon viel wieder gemacht. Wir waren schon viel unterwegs. Guck mal, wie viele Zombies sind gerade keine Spieler aktiv? So früh spiele ich doch gar nicht. Es kommt mir extrem vor an Zombies, also... Normal sind die immer alle weg, wenn ich hier rumlaufe. Ah... Mit Doktor! Was? Bannerman, Bannerman reden? Mit dem Doktor reden? Der ist der, wo bei der Alten da ist. Oder bei den Toten. Ey, doch, der ist ein Spieler. Woher kriegen denn die geilen Jacken? Das muss ich jetzt auch mal gucken. Wie kann ich jetzt meinen... Habe ich da jetzt irgendwas? Aha. Ausrüstung. Habe ich da was? Neue Ausrüstung? Ach, da kann ich das speichern.
Aber wie ist es jetzt, wenn ich Klamotten habe, also so Skins? Also ich denke mal, er läuft hier, das sind mehrere, wo anders drum laufen als ich jetzt persönlich, ne? Da muss das doch auch irgendwo was geben, wo ich mir eine Rüstung anziehen kann. Charakterwerte. Ah, da sehe ich dann, wie viel Heilungswert ich habe und so. Das ist cool. Hier kann ich einen Titel raus. Dann machen wir den hier. Boah, ist so klein geschrieben, ne? Ah, Ranzum. So. Jetzt kann man das auch lesen. Fraktion, Ausrüstung, Garderobe. Hier ist Garderobe. Hier ist die Brille, Gesicht, Oberkörper. T-Shirt. Mäntel. Beine? Ich hab gar nichts. Gar nichts. Das ist unglaublich. Das macht mich richtig fertig. Wir müssen jetzt mit Ihnen hier reden. Aber das machen wir nicht jetzt. Nee, 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 nee. Also ihr werdet nicht erfahren, wie es weitergeht, außer ihr guckt natürlich die nächste Folge, ne? Und die nächste Folge kommt auch schon am... Wann kommt die? Am Mittwoch. So, wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst doch ein Abo da oder einen Daumen hoch, so wie ihr wollt. Und sonst wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken, egal was ihr zockt. Tschüss!